Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum literarischen Treffpunkt. Heute einmal etwas abseits der Literatur. Es geht um Wasser. Wasser ist Leben. Reinheit, Klarheit für den Körper und Geist. Und deswegen ist es mir eine besondere Freude, weil ich auch hinter diesen Gedanken des Wassers stehe, dass es mir gelungen ist, Oskar Matisek zu einem Vortrag bei uns einzuladen. Er wird am 6. Juli bei uns diesen Vortrag halten und ich wünsche Ihnen jetzt schon dazu gute Unterhaltung. Sie werden viel Neues erkennen und es ist mir eine große Freude, Oskar Matisek auch hier jetzt begrüßen zu dürfen, der Ihnen dann Weiteres über Wasser ist Leben, Reinheit, Klarheit für den Körper und Geist zeigen wird. Und Wasser ist rein, klar, man muss es ja nicht immer trinken. Bis zu unserem nächsten Treff. Auf Wiedersehen. Grüß Gott. Ich begrüße Sie hier in der Bücherecke Belardi im 5. Bezirk in der Wiener Hauptstraße 131. Mein Name ist Oskar Matisek. Ich bin Gesundheitsblogger und beschäftige mich mit dem Thema der Gesundheit und der gesunden Gewichtsreduzierung und seit vielen Jahren mit dem Thema Wasser. Was Wasser ist, was Wasser macht, was Wasser tut, mit Körper, Geist und Seele, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und dies zu ergründen, versuchen wir hier am 6. Juli 2017 näher zu kommen. Wien hat das beste Wasser. Oder nicht? Aus Wasser besteht zu 70% unser Körper und alle Stoffwechselfunktionen, Hirnfunktionen und Körperfunktionen werden durch dieses faszinierende Element geregelt. Unsere 100 Billionen Körperzellen bestehen aus Wasser. Es ist daher von immenser Bedeutung, welche Qualität wir hier tagtäglich, Tag für Tag trinken. Was ist Wasser generell? Wasser ist als Wasserstoff das kleinste Molekül in unserem Periodensystem und hat die faszinierende Eigenschaft, alle Stoffe, die es durchfließt, aufzunehmen und weiter zu transportieren. Wasser trägt somit Informationen weiter in unseren Körperzellen, in unserem Blut, in unsere Organe und in unser Gehirn. Dadurch hat es die Fähigkeit, unser Denken, unser Fühlen und unser Empfinden zu regeln und zu steuern. Wasser hat aber noch viel mehr faszinierende Funktionen. Für alle Damen, die sich heute diesen Film ansehen und der Frage nachgehen, ob ihre Haut noch reiner sein kann oder die Reinheit noch nicht ausreichend ist, kann auch der Gedanke zum Thema Wasser ein naheliegender Schritt sein. Toxine und Kalk im Wasser sind ein Problem, dem man mit sauberem Wasser entgegnen kann. Sauberes Wasser wird grundsätzlich als sogenannte artesische Quelle bezeichnet. Also eine Quelle, die mit Eigendruck aus der Erdoberfläche schießt und völlig frei von Fremdstoffen ins Glas kommt.
Nur diese Qualität schafft es, Verschlackungen, Ablagerungen und krankmachende Substanzen aus unserem Körper auszuspülen. Wasser hat aber auch eine riesige Bedeutung bei Gewichtsreduzierung. So ist es interessant, dass wenn Sie es schaffen, täglich 2 Liter Wasser zu trinken, und zwar wirklich sauberes Wasser, etwa 2 bis 3 Kilogramm reines Fettgewebe verlieren zu können. Auch Vitalität, Energetisierung und Entschlackung haben eine große Rolle auf Ihr Körper, auf Ihrem Gewicht und auf Ihr Bewusstsein. Folgen Sie mir am 6. Juli in dieser wunderschönen Umgebung der Bücherecke 1050 Wien, um der faszinierenden Spur und Wirkungsweise des Wassers für unseren Körper, für unseren Organismus und für unseren Geist diese Reise nachzuspüren. In diesem Sinne, Wasser ist Leben. Reines Wasser ist langes Leben und Ihr Wasser ist Ihr Leben. Dankeschön.